Die Fans der Twilight-Saga in Vancouver sind stolz. Obwohl die Bücher im US-Staat Washington spielen, drehen Vampir Edward alias Robert Pattinson, seine liebe Bella Kristen Stewart und Werwolf Jacob alias Taylor Lautner hier ihre Horror-Romantik-Blockbuster. Alles spielt immer in den Staaten, aber dass auch mal was hier in Kanada gedreht wird, sozusagen zu Hause in meinem Garten, das ist so cool. Ich finde Kristen toll. Sie ist so normal. Irgendwie eine von uns und nicht so abgehoben, ebenso wie andere Stars. Und wenn es in Vancouver nicht gerade regnet, wie auch so oft in den Twilight-Büchern, warten noch immer Fans am Hotel des Teenie-Stars Rob Pattinson, unserer ersten Station auf der Spurensuche. Im Sheraton hier in Downtown Vancouver wohnen die Stars aus Twilight. Von Mitte August bis Ende Oktober, so lange drehen sie hier nämlich. Robert Pattinson hat die größte Suite dort oben im Turm. Er hat sich ein Klavier dorthin liefern lassen. Gäste haben ihn dort schon spielen hören. Nach Drehschluss lässt sich Robert immer direkt in die Tiefgarage des Hotels fahren. Er wird von der Filmfirma abgeschirmt wie der Papst. Immerhin, wir erhaschen zumindest einen kurzen Blick auf den Wagen des sexy Vampirs, bestätigt uns unsere Twilight-Expertin Christine Kilpatrick. Das war Mr. Robert Pattinson. Das ist das Auto, das er immer nutzt. Er hat für Eclipse und New Moon einen eigenen Fahrer bekommen. Der Wagen hat getönte Scheiben, sodass ihn niemand sehen kann. Geheimnisvoll. Fans der Vampirfilme führt Christine in Vancouver zu den Drehorten, die nur sehr schwer zu finden sind. Zuerst bringt sie uns an das Haus, wo eine der Schlüsselszenen von New Moon gefilmt wurde. Dies ist das schicke Haus der Vampirfamilie Cullen. Es steht hier in West Vancouver, kostet ungefähr 2 Millionen Dollar. Die Familie, die hier eigentlich wohnt, hat pro Drehtag 5.000 Dollar bekommen. Und die Stars vom neuen Film New Moon haben an 4 Tagen hier vor der Kamera gestanden. Alle Studioszenen entstehen hier in diesen Filmhallen. Doch die Security gibt uns ein Zeichen. Filmen ist hier unerwünscht, genau wie an Bellas Haus. Als hier gedreht wurde, hatten sie einen 4 Meter hohen Zaun mit Stacheldraht gebaut. Zwei Überwachungskameras und ein 24-Stunden-Wachschutz waren im Einsatz. Und wir stellen fest, das hat sich an den aktuellen Drehorten bisher nicht geändert. Hier fahren immer wieder Shuttles vorbei. Dort drin könnten natürlich Robert Pattinson und Co. sitzen. Denn dort oben, tief in den Wäldern, dort wird gerade schon am dritten Teil der Twilight-Saga gedreht, Eclipse. Hier kommt kein Fan und kein Kamerateam durch. Kein Wunder, dass manche Anwohner langsam genervt sind, wie hier an diesem Nationalpark, im Film das Indianerreservat La Push, wo sich Taylor Lautner spektakulär in einen Werwolf verwandelt. Es wurde schon dunkel, als wir hier vorbeifahren wollten. Wir haben die Security angebettelt, uns durchzulassen, aber sie haben uns hier zur Straße zurückgeführt. Doch die Gastronomen der Stadt, wie der deutsche Jan Wichmann, freuen sich über den prominenten Besuch in ihren Restaurants. Robert Pattinson ruft an und da machen wir immer, dass wir so eine kleine Ecke für ihn frei haben, mit ein paar Tischen rum frei, damit das nicht zu eng wird, weil wir wissen ja immer, mehrere Leute ankommen nachher. Und nach dem Essen, dann kommen sie immer in O-Lounge, in unsere kleine Lounge und feiern dann bis zum Schluss. Ende des Monats ist der Starspuk allerdings schon wieder vorbei. Rob, Kristen und Co. ziehen wieder ab und wir sehen sie dann endlich wieder auf den roten Teppichen, wenn der zweite Teil der Erfolgssaga New Moon in den Kinos startet.